Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading Video. In diesem Video, da geht es um das Thema FOMO Trading, Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen. Dazu das passende Zitat aus dem Film Wall Street. Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier ist gesund. Aber ist es wirklich so? Für diesen Zwang in uns, immer und überall dabei sein zu wollen, gibt es also die treffende Bezeichnung. FOMO, die Angst irgendetwas zu verpassen. An der Börse ist dieser Faktor am stärksten ausgeprägt. Gier ist ein menschlicher Zug, der absolut normal ist. Aber wenn die Gier nach dem schnellen Geld ins Unermessliche steigt, wird der Verstand ausgeschaltet. Denn Geld macht gierig und die Aussicht auf mehr Geld macht blind. Und somit startet der Teufelskreislauf Overtrading. Wir sollten uns selbst weniger Stress machen, bei allem dabei zu sein. Wenn du ein Signal verpasst hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn es gibt die Börse auch morgen und übermorgen noch. In so einer Situation ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren und nicht emotional zu werden. Es ist leichter gesagt als getan, aber es bringt gar nichts, dann aus Frust irgendeinen Unsinn zu handeln, nur weil man ein Signal verpasst hat. Mach dir einfach keinen Kopf darüber. Das wird immer wieder passieren und es wird nicht das letzte Signal auf Erden sein. Fakt ist, wenn du einen Trade verpasst hast, dann warte auf die nächste Gelegenheit. Desto früher du daran arbeitest und darauf achtest, ruhig zu bleiben und dich nicht von deinen Emotionen leiten lässt, desto leichter wird es für dich sein, dich nicht aufzuregen. Und dein Konto wird es dir auch danken. Es gilt sich immer wieder bewusst zu machen, dass man ein emotionales und rationales Wesen ist. Bei der Trading-Entscheidung haben aber Emotionen gar nichts verloren. Sie sind da, es gilt sie aber nicht in unsere Trading-Entscheidung mit einfließen zu lassen. Leichter gesagt als getan, aber desto früher man daran arbeitet, desto besser. Ich habe das erst letztens in einem meiner Videos erwähnt, schließlich ist ein Trader letztlich selbst sein größter Feind. Das war jetzt auch alles zu diesem Video, mein kleiner Gedankengang zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal.